In diesem Video geht es um elektrotechnisches Basiswissen, genauer um Kondensatoren und noch genauer um die Kombination mehrerer Kondensatoren. Man kann mehrere Kondensatoren in Reihe oder auch parallel schalten. Um zu verstehen, wie groß dabei die Ladungen, Kapazitäten und Spannungen werden, ist es hilfreich zu wissen, wie ein einzelner Kondensator funktioniert. Legt man eine Batteriespannung an einen Kondensator, zieht die Batterie freie Elektronen von der einen Elektrode ab und bringt sie auf die andere. Dadurch bleibt aber in jedem beraubten Atom eine positive Ladung unausgeglichen zurück. Die Atome sind dann positiv geladen, ziehen die abgezogenen Elektronen wieder an und bilden dadurch eine Gegenspannung. Diese Gegenspannung schwächt die Batteriespannung. Je mehr Elektronen von ihren Atomen durch die Batterie getrennt werden, umso größer wird diese Gegenspannung, die die Paare wieder zusammenzubringen versucht. Irgendwann ist sie genauso groß wie die Batteriespannung. Dann halten sich Batterie und Gegenspannung die Waage und es werden keine weiteren Ladungen mehr abgezogen. Wie viele Ladungen man braucht, um diese Gegenspannung aufzubauen, hängt davon ab, wie groß die Kapazität des Kondensators ist. Ein Kondensator, auf dem nur wenige Ladungen Platz haben, zum Beispiel, weil einfach die Elektroden so klein sind, ein solcher Kondensator hat eine kleine Kapazität C. Hier presst die Batterie die Elektronen so dicht zusammen, wie wenn man Luftmoleküle in einen Luftballon presst. Da die Elektronen sich gegenseitig abstoßen, als würden sie sich hassen, üben sie, wie die zusammengepressten Luftmoleküle im Luftballon, einen starken Druck gegeneinander aus, umso mehr, je enger sie gepackt sind. Diese erhöhte Abstoßung erschwert es der Batterie, noch mehr Elektronen auf die Elektrode zu zwingen. Hinzu kommt noch die hohe Konzentration von positiven Ladungen auf der anderen Elektrode. Es ist schwer, noch mehr Elektronen aus dieser geballten positiven Ladungsmenge herauszuziehen. Wird die gleiche Ladungsmenge aber auf einem Kondensator mit großer Kapazität aufgebracht, dann verteilt sie sich und verliert sich in den Weiten der großen Elektrode, so wie die Luft des Luftballons in einem Heißluftballon. Die Luftmoleküle bzw. Ladungen sind hier viel weiter voneinander entfernt, darum stoßen sie sich nicht so stark ab und hätten auch für nachkommende Ladungen noch Platz. Zum Vergleich, mit dem bisschen Luft des blauen Ballons könnte man im Fesselballon keinen Druck aufbauen. Genauso würden die Ladungen, die im kleinen Kondensator eine große Gegenspannung aufbauen, im großen Kondensator keine nennenswerte Wirkung entfalten. Wenn die gleiche Luftmenge in einem Luftballon einen viel höheren Druck aufbaut als in einem Heißluftballon, dann erzeugt die gleiche Ladung in einem Kondensator mit kleiner Kapazität eine höhere Spannung als in einem mit großer Kapazität. Mathematisch packt man diese Erkenntnis in die Formel U gleich Q durch C. Die Spannung U zwischen den Kondensatorplatten ist bei gleicher Ladung Q umso größer, je kleiner die Kapazität C ist. Diese Formel ist super leicht zu merken, denn sie entstammt der leichtesten Formel der Welt, Q gleich Q, auch wenn man das zweite Q als Cu schreibt. Beispiel: Ein Kondensator mit einer kleinen Kapazität von 1 Millifarad und einer mit einer großen Kapazität von 9 Millifarad sind an je einer Batterie mit derselben Spannung U von 10 Volt angeschlossen. Dann entwickelt sich auch an jedem Kondensator eine Gegenspannung von 10 Volt. Allerdings braucht der große Kondensator dafür auch 9 mal mehr Ladungen, denn er hat eine größere Kapazität zu füllen. Je Elektrode sind das Q gleich C mal U gleich 9 Millifarad mal 10 Volt. Damit benötigt jede Elektrode 90 Millicoulomb, um 10 Volt Gegenspannung aufzubauen. Dem kleinen Kondensator reichen dagegen 1 Millifarad mal 10 Volt gleich 10 Millicoulomb an Ladungen, um der Batterie Einhalt zu gebieten. Er ist wegen seiner geringeren Kapazität schon früher voll und kann dann auch keine weiteren Ladungen mehr aufnehmen. Was aber, wenn man beide Kondensatoren in Reihe schaltet? Wie verteilt sich jetzt die Batteriespannung von 10 Volt auf die beiden Kondensatoren? Hälftig? Oder spielt die Kapazität hier auch eine Rolle? Fakt ist, dass die Batterie die Elektronen vom einen Kondensator absaugt
und sie nicht etwa auf dessen andere Elektrode schiebt. Nein, sie schiebt die Ladungen auf den anderen Kondensator. Die Elektronen, die links neu dazukommen, drängen die freien Elektronen dann aus der gegenüberliegenden Platte. Die freien Elektronen werden zusätzlich noch von dem Kraftfeld der positiven Ladungen rechts angezogen. Darum wandern sie nach rechts und hinterlassen links positive Restladungen. Durch diese Kettenreaktion sind die verschobenen Ladungsmengen auf den Kondensatoren immer gleich groß. Das gilt auch ganz allgemein. Die Ladung Q ist auf in Reihe geschalteten Kondensatoren immer gleich groß. Wenn beide Kondensatoren dieselbe Ladung haben, brauchen wir nicht zwischen Q1 und Q2 zu unterscheiden. Wir reden dann immer nur über die Ladung Q. Da der kleinere Kondensator aber schon mit wenig Ladung eine große Spannung aufbaut, teilen sich beide Kondensatoren die Batteriespannung nicht gleichmäßig. Wie viel größer die Spannung beim kleineren Kondensator ist, das berechnet man mit der leichtesten Formel der Welt. Q kann sowohl mit C1 mal U1 als auch mit C2 mal U2 berechnet werden. Damit ist C1 mal U1 genauso groß wie C2 mal U2 oder umgestellt, die Spannungen verhalten sich umgekehrt proportional zu den Kapazitäten. In diesem Beispiel sind die beiden Kondensatoren von 9 bzw. 1 Millifarad in Reihe geschaltet. Folglich müssen sich die Ladungen auch wie 9 zu 1 verhalten. Nur, dass die größere Spannung am kleineren Kondensator entsteht und umgekehrt. Am großen Kondensator fällt nur 1 Volt ab, am kleinen sind es 9 Volt. Beide zusammen trotzen der Batterie aber gemeinsam mit 10 Volt. Warum eigentlich zwei Kondensatoren nehmen, wenn man beide durch einen ersetzen könnte? Wollte man die beiden höchst unterschiedlichen Kondensatoren durch einen einzigen ersetzen, müsste der neue Kondensator eine Art mittlere Kapazität haben. Für ihn müsste die Gleichung U gleich Q durch C neu gelten. U und Q müssen dieselben Werte wieder vorhaben, denn sonst wäre der neue Kondensator ja kein gleichwertiger Ersatz. C neu lässt sich ebenfalls durch die einfachste Formel der Welt berechnen, wenn man sie nach den Spannungen auflöst. Da sich die beiden alten Spannungen addieren, also eben waren es 9 Volt plus 1 Volt, addieren sich auch die Kehrwerte der alten Kapazitäten. Vergleicht man diese Gleichung mit der ganz oben, ist die Summe der alten Kapazitätskehrwerte gleich dem neuen Kapazitätskehrwert. Beispiel. In unserem Fall wäre 1 durch C neu gleich 1 durch 1 Millifarad plus 1 durch 9 Millifarad. Das ist erstmal 1, Periode 1. Aber Achtung, hier handelt es sich noch um den Kehrwert der neuen Kapazität, noch nicht um die neue Kapazität selbst. Diesen Fehler macht man gern, darum weise ich extra darauf hin. Auf dem Taschenrechner drückt man jetzt die Taste x hoch minus 1, erst dann hat man das Ergebnis, nämlich 0,9 Millifarad. Falls du in Zukunft sicher gehen willst, dass das Ergebnis stimmt, hier ein kleiner Tipp. Bei Reihenschaltung muss die neue Kapazität kleiner sein als die kleinste alte Kapazität. Hier ist zum Beispiel 0,9 Millifarad kleiner als die 1 Millifarad vom kleinen Kondensator. Fazit: Die beiden vorigen Kondensatoren können also durch einen einzigen ersetzt werden, der die Kapazität von 0,9 Millifarad hat. Soweit zu der Reihenschaltung von Kondensatoren. Schaltet man sie dagegen parallel, dann ist das so, als würde man mehrere Elektrodenflächen zu einer einzigen großen zusammenfassen. Beispiel: Drei Kondensatoren mit 1, 2 und 3 Millifarad sind parallel geschaltet. Als Ersatz könnte man einen einzigen Kondensator verwenden, der eine Gesamtkapazität von 6 Millifarad hat. Jeder der drei Kondensatoren ist direkt mit der Batterie verbunden. Dadurch baut auch jeder der drei dieselbe Gegenspannung auf, völlig unabhängig voneinander. Die Ladungen wären allerdings auf jedem Kondensator anders, abhängig von den Kapazitäten. Sie lassen sich wieder mit der einfachsten Formel der Welt berechnen. Q1 gleich 1 Millifarad mal 10 Volt gleich 10 Millikulon und so weiter. Auch auf dem Ersatzkondensator würden sich dann 60 Millikulon an Ladung befinden. Mit dieser Ladung baut er die Gegenspannung von 10 Volt auf. Soweit zu den Kondensatorschaltungen. Jetzt bekommst du die Möglichkeit zu checken, ob du und wie viel du verstanden hast, nämlich im Zusammenfassungsquiz. Wenn ein Kondensator
viele Ladungen aufnehmen kann, obwohl die Batteriespannung gar nicht so groß ist, dann liegt das an seiner großen Kapazität. Je dichter die Ladungen von der Batterie auf einer Elektrode zusammengedrängt werden, umso stärker stoßen sie sich ab. Kondensatoren, die schon bei geringer Befüllung mit Ladungen eine große Spannung aufbauen, deren Kapazität ist klein. Eine Batterie, an die ein einziger Kondensator angeschlossen ist, schiebt die Ladungen von auf. Von einer Elektrode auf die andere. Schaltet man zwei Kondensatoren in Reihe, schiebt die Batterie die Ladungen dagegen von auf. Von einem Kondensator auf einen anderen. Bei in Reihe geschalteten Kondensatoren ist welche Größe gleich? Die Ladung. Bei parallel geschalteten Kondensatoren ist welche Größe gleich? Die Spannung. Wie lässt sich die Kapazität eines Kondensators berechnen, der zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren ersetzen soll? Über die Summe der Kapazitätskehrwerte. Wie heißt die einfachste Formel der Welt? Q gleich C mal U.